Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal Tom Skilly mit einer weiteren Folge, mit einem Kampagnenspezial heute mal. Zum Thema eben hauptsächlich Kampagnenaufträge bearbeiten. Das habe ich etwas vernachlässigt hier im K-Mechanik Simulator 2021. Ich habe mich hier in meinem ersten Spielstand, bei dem wir jetzt hier gerade sind, ich wechsle immer zwischen dem Beginner- und Einsteiger-Video-Spielstand, den zweiten, wo ich jetzt glaube ich so im Level 24 bin, und hier in meinem ersten Hauptspielstand, wo ich jetzt mich im Level 75, knapp vor 76 befinde. Und dort habe ich mich auf An- und Verkauf mehr spezialisiert. Ergebnis sind dann 9 Garagenstraßen. Ja, hier volle Bude in der Werkstatt, 5 Fahrzeuge, mehr passt nicht rein. Und dann habe ich mir gedacht, da ich die Kampagnen hier im ersten Spielstand immer vernachlässigt habe, machen wir hier mal eine Kampagne wieder mal zwischendurch. Ist insofern mehr für Einsteiger, Beginner oder so im ersten Drittel, Level-Drittel gedacht. Aber Voraussetzung, denke ich mal, hier bei diesem Kampagnenauftrag ist doch schon, wenn man sich den Auftrag anschaut, das war hier der Johnny Johnson, der schon mal da war im Geschäft. Und ja, der sieht, dass mein Geschäft gut läuft und er will ein bisschen dazu beitragen. Ja, ist nett gemeint, aber ich bin hier eigentlich schon so in der Endphase. Aber wie schon gesagt, die Kampagnen habe ich vernachlässigt, habe wenig Aufträge angenommen und hänge hier so ein bisschen hinterher. Das ist noch kein Fragezeichen, keine Fragezeichen-Kampagne, also wo hier alles nur voller Fragezeichen ist. Hätte ich eigentlich interessanter gefunden jetzt als Spezial, weil das weitaus mehr Sherlock Holmes Arbeit ist, wenn man hier überhaupt nichts erstmal findet, also nur Fragezeichen stehen. Das ist also noch einer aus einer früheren Phase offensichtlich. Das ist ja hier so ein Ripson Starline von 98. Standardversion 131.000 runter, ja, Karosserie ist im Eimer und die Entwickler hier bei diesem Kampagnenauftrag, denke ich mal, gehen davon aus, dass man also schon die Reparaturwerkstatt-Erweiterung hat und dann in der höchsten sechsten Skillung die Möglichkeit, Karosserieteile zu reparieren, denn hier steht ja, Reparatur unter Verwendung von Teilen im Mindestzustand 71%. Für Beginner hier der Hinweis, achtet sehr darauf, ihr könnt da eine Menge Geld sparen, weil ihr braucht die Teile nicht auf 100% zu reparieren, sondern eben minimal 71%, wenn ihr das schafft, das zu treffen, oder 72-75% reicht das völlig aus und wird anerkannt und der Auftrag gilt dann als abgeschlossen. Allerdings dürfte er nicht unter diesen Wert kommen. Das ist nochmal ein Hinweis für Starter und Beginner. Die anderen werden das natürlich wissen, die anderen Schrauber schon hier, die das sehen sollten. Ja, dann eben jede Menge Karosserieteile austauschen. Wie schon gesagt, da kann man schön Geld sparen, wenn man den sechsten Skill hat und schon die Teile hier reparieren kann. Da es sich aber um keinen Mod-Fahrzeug handelt, sondern um ein Vanilla-Fahrzeug, kann man die Scheinwerfer nicht reparieren, Glas sowieso nicht, und das bedeutet hier, dass wir vieles eben bei dem Reparieren oder Tauschen der Karosserieteile, ja, Außenspiegel geht, aber Motorhaube geht, Rücklicht links und rechts müssen wir neu kaufen, Scheinwerfer links und rechts müssen wir neu kaufen. Stoßstange können wir reparieren. Tür ja. Und dann die ganzen Scheiben müssen wir natürlich neu kaufen. Die kann man nicht reparieren. Glas geht nicht. Nummernschild müssen wir ersetzen. Kann man auch nicht reparieren. Windschutzscheibe auch nicht. So. Ja, sonstige Aufgaben.
ist das Übliche, alles so ausmachen, machen wir gleich, Ölwechsel, altes raus. Müssen wir sowieso machen, weil im Hauptauftrag der Kampagne, seht ihr schon, haben wir hier eine Nockenwelle. Das ist ja ein i6, also ein Sechszylinder-Reihenmotor mit einem BU2T für Turbo-Version. Da ist also ein Turbo mit bei, der teuer ist. Und wir müssen bis zur Nockenwelle vorrücken. Das heißt, da ich hier voll ausgebautes Stadium habe, werden wir den Motor rausnehmen. So, da ich auch einen Carwash habe, werden wir das Teil auf eigene Kosten erstmal reinigen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dann müsst ihr mit dem dreckigen Auto arbeiten, weil wenn er in der Werkstatt das Tool benutzt, dann kostet das richtig Geld und das geht zu euren Lasten. So, ja, der war mal silbern, sehr verrostet. Wir werden natürlich einen Teufel tun, den zu schweißen. So, und wir werden den mal tauschen. Ja, das werden wir erstmal auf den Hof machen und dann den Tausch. So, jetzt können wir tauschen, weil sonst steht der Wagen auf der Hebebühne 1 im Carwash. So, ja, also wie schon gesagt, wir werden einen Teufel tun, den hier mit diesem Innenraumpflegeset, das habt ihr ja von Anfang an. Das würde euch, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist, es bei mir ist es jetzt, glaube ich, schon umsonst, wenn ich das jetzt machen würde nochmal. Ja, hier kostet jetzt nichts mehr, aber der ist ja schon sauber, den kann man wieder wegstellen, weil ich den Carwash habe. Aber wenn ihr den Carwash nicht habt, dann müsst ihr hier bezahlen, würde ich euch nicht raten, es geht von eurem Gewinn ab. So, um den Motor rauszunehmen, müssen wir das ganze Ding erstmal aufbocken und gleich den Ölwechsel, das Öl rauslassen, Getriebe und Kardanwelle raus. Das ist die Reihenfolge. Ohne den Ölwechsel bekommt er die Maschine nicht raus. Nein, was mache ich denn hier? Oh, ist noch ziemlich frisch. Das Öl sehe ich gerade. So, okay. Dann Kardanwelle, Anlasser und Getriebe raus. Der Wagen springt übrigens nicht an. Wenn wir jetzt viele Fragezeichen gehabt hätten, dann können wir nicht in die Teststrecke, wenn wir hier selber noch keine Diagnose haben, fahren. Das ist so eine kleine Gemeinheit, das ist dann oft der Fall, dass man, na komm schon, das ist ja von den Entwicklern so eine kleine Gemeinheit. Man kann den Wagen dann nur hier mit der eigenen Sichtung checken und muss ansonsten die ganzen Teile ausbauen. So, Flammenrohr muss weg, sonst kriegt er den nicht raus, den Motor. Okay, da er einen Heckantrieb hat, müsste er hier vorne auch nicht die Antriebsachsen wegnehmen. So, Öl ist raus, Anlasser ist raus. Früher musste ich ständig den Wagen hoch und runter fahren, weil ich auf solche Sachen nicht geachtet habe. Das heißt also, das sind so ganz typischen Beginnerfehler, die jeder macht, ich auch. Und so, wir sehen hier schon äußerlich sowieso was kaputt ist, ja, die Drosselklappe, der Ansaugrümmer, aber wir müssen der Riemenspanner, der Kühlerlüfter vorne, der Ventilator ist im Eimer, das sehe ich hier schon, ja, Riemenspanner, wie schon gesagt, wir müssen aber bis ins Innenleben,
Also oben und vorne den halben Motor auseinandernehmen, um an die Nockenwelle ranzukommen. Kleine Gemeinheit, wer keinen Motorständer hat, kann den ganzen Mist hier auseinandernehmen. Das können wir uns hier sparen. So, wir nehmen den raus und hängen ihn gleich in unserer Werkstatt auf. Übrigens, weil ich gerade hier bin, ich habe alles schon für das EK-Spezial vorbereitet. Hier steht schon eine Mod, nämlich der Bolt Cargo, der Lieferwagen mit einer E-Maschine. Ja, das ist hier die Eden-1H, einer der drei E-Motoren im Spiel. Also alles ist hier schon vorbereitet. Ich habe jetzt mal diesen Kampagnenauftrag zwischengenommen, um mal selber hier mit den Kampagnen weiterzukommen, weil diese Errungenschaft fehlt mir noch, alle Kampagnen durchzumachen. Ansonsten, mir fehlen nur noch drei Errungenschaften und ja, eigentlich nur noch zwei, weil ich könnte die 10. Garagenstraße ja jetzt kaufen und dann würden mir nur noch zwei fehlen. 60 Autos komplett 100% verkaufen, restaurieren und verkaufen und eben alle Kampagnen durchmachen. Haben nur 0,8 und 1,2% aller Gamer geschafft. So, hier ist jetzt schon ein E-Motor vorbereitet vom Proton E-R. Damit geht es jetzt weiter. Jetzt werde ich beginnen mit dem EK Spezial. Gut, ich muss den aber wegmachen, diese Vorbereitung, weil wir müssen hier unseren Motor. Das war der, hier ist ein Diesel, ein V12er, nee, der war das, der genau 6-Zylinder-Reihenmotor. Gut, den haben wir jetzt auf dem Ständer und können jetzt versuchen, ob wir die Teile hier auf 71% kriegen. Nee, wir müssen erstmal die Drosselklappe abnehmen. Mal sehen, ob mir das gelingt, dass wir die nicht auf 100% reparieren, wenn sie denn überhaupt reparabel sind. Aber die sehen mir jetzt nicht komplett kaputt aus. Wenn wir gleich sehen. Oh, Pech gehabt. 6%. Die können wir schon gleich erneuern. Ja. Ja, leider müssen wir einen halben Motor auseinandernehmen, um an die Nockenwelle ranzukommen. Aber hier oben sind auch Sachen kaputt. Der Ventildeckel zum Beispiel. Und habe mir das im Vorfeld hier schon mal angeschaut. Da haben wir die Nockenwelle schon. So, und dann sind auch ein paar von den Zündspulen im Eimer. Das ist auch immer so ein schönes Spielchen, zu gucken, welche. Nun, ehrlich gesagt, muss ich jetzt hier mit gerade Kassenstand 511.000 und jede Menge Autos im Bestand, die ich verkaufen kann, nicht wirklich aufs Geld achten. Bloß wir wollen das ja hier auch für Beginner machen. Ja, da müsst ihr natürlich schon aufpassen, welche von den Teilen, von den Spulen könnt ihr wiederverwenden. Hier, die ist im Eimer 2%. Die zum Beispiel nicht, die hat 75%, die hat 71% und die ist auch kaputt. Da mache ich mal gleich. Ach so, es können allerdings auch die Zünden. Ja, wir müssen sie doch alle rausnehmen. Weil es sind ja auch drei Zündkerzen im Eimer. Also müssen wir sie doch alle rausnehmen. Das Ganze, das ist ein wichtiger Hinweis. Für Leute, die noch nicht so weit sind. Wenn ihr den Motor draußen habt, habt ihr einen Vorteil, wenn ihr jetzt einen Fragezeichenauftrag habt. Und ihr seht schon, an dem Motor könnten viele Teile sein, die noch unbekannt sind.
Und ihr habt schon diesen Skill mit dem Motorständer. Dann nehmt den Motor in jedem Fall raus. Meistens müsst ihr sowieso ins Öl wechseln und das alles schon machen. Und setzt ihn einmal auf den Motorständer. Dann werden euch alle Fehler sofort angezeigt, die im Motor sind. Nur die äußeren Sachen, die man bei der äußeren Sichtung sehen kann, die werden nicht, Entschuldigung, die werden nicht angezeigt. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Mein Hals ist zu trocken. So, ja, also die äußeren Teile wie ein Luftfilter oder sowas, der hier drauf sitzt, werden nicht angezeigt, aber alles, was im Motor dran ist, wie die Nockenwelle und die Zündkerzen und so weiter, und damit könnt ihr schon mal etliche Fragezeichen rausmachen. Wir haben hier Glück bei diesem Kampagnenauftrag, der ist noch nicht ganz so schwierig. Wird ja hier alles schon angezeigt, was ihr reparieren müsst. Bei den nächsten Aufträgen, die jetzt danach kommen, werdet ihr hier nur noch lauter Fragezeichen sehen. Und dann ist das eine spannende Sherlock Holmes Arbeit. Wer also Bock hat, so nach Feierabend sich eine Stunde, 2 Stunden ranzusetzen, kann dann wirklich rumknobeln. Wo sind eigentlich die Teile? Natürlich meist schön versteckt von den Entwicklern, die repariert werden müssen. Und alle Motorteile werden hier sofort angezeigt, wenn ihr den Motor dann ausbaut. Allerdings, um die Kontrolle zu haben, was dann gemacht ist, also hier diese grünen Häkchen zu bekommen für erledigt, das geht wiederum nur, wenn ihr den Motor wieder eingebaut habt. Solange der Motor in der Werkstatt auf dem Ständer steht und ihr habt zum Beispiel jetzt die Zündspulen und Zündkerzen alle schon gewechselt, werden dann hier trotzdem weiter rot bleiben, erst grün werden in dem Moment, wo ihr den Motor wieder einbaut. Ja, also nehmt ihn nur kurz raus, macht die Dinge, die in der Tiefe sitzen. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr einen halben oder einen ganzen Motor auseinandernehmen. Setzt ihn soweit wieder zusammen und wenn ihr noch was wissen wollt, dann baut ihn wieder ein. Die äußeren Teile kann man ja auch im Fahrzeug einbauen. Und baut also nur die inneren Teile ein, die komplizierten, wo man schwer rankommt, wo man auf dem Ständer besser arbeiten kann. Und dann hier so die letzten Sachen am Motor könnt ihr dann auch zum Schluss im Fahrzeug, also hier wenn er jetzt hier die Abgaskrümmer und hier oben noch die Deckel draufsetzt, das kann man ja ganz easy auch im Auto machen. Ne? So, gut. Wie kommen wir an die Nockenwelle ran? Das heißt, wir müssen die Nockenwellenräder, ach, den ganzen Mist hier, ach ja, der Spanner ist ja sowieso im Eimer. Na komm schon. Ich will da mal hin. Und ich sehe schon auch der Kühlerlüfter. Ihr seht jetzt natürlich auch die Liste nicht. Da müsst ihr jedes Mal zum Auto gehen, ja? Das habe ich jetzt bloß im Kopf und das sieht man ja hier, was eh schon mal erstmal gleich kaputt ist. Keilriemen ist auch im Eimer, seht ihr, 11%. Servopumpe ist im Eimer. Und das Schöne ist, da ich den jetzt ausgebaut habe, gibt es auch keine Ärger. Ich habe ja die Flüssigkeit nicht abgelassen, ja. Aber jetzt muss ich hier nichts. Muss ich da überhaupt ran? Ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Nee, muss ich doch ran. Ja, das geht natürlich hier, weil da dann der Kühler nicht im Weg ist. Ansonsten müsst ihr dann im Auto das alles rausbauen, damit ihr freie Sicht habt. Zahnriemen ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir an die Nockenwellen ran. Nockenwelle 1 und 2 sind in Ordnung. Und jetzt müssen wir hier oben, die werden vermutlich auch ein oder zwei, ja, der da könnte kaputt sein. Nee. Die Nockenwellenkappen,
Ich weiß nicht, ob die angegeben waren. Ich habe gesagt, es gibt ja hier keine Fragezeichen. Die scheinen alle in Ordnung zu sein. Die kann man übrigens auch reparieren. Oder war das jetzt nur unten Pleuel, Lagerkappen und. Na, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hier vorne versteckt sich noch eine Nockenwellenkappe. Nö, die sind alle in Ordnung. So, und die Nockenwelle ist im Eimer. Jetzt hätte ich sie natürlich alle markieren können. Schon gleich x'en können, damit ich sie in der Liste schneller finde. War jetzt ein bisschen doof. Vor lauter Quatschen nicht dran gedacht. Okay, dann gehen wir nochmal zum Fahrzeug und schauen in die Liste, ob wir noch mehr in die Tiefe müssen bei dem Motor. Ansaugkrümmer war klar, der war nicht reparabel. So, Antriebswelle, Drosselklappe war oben. Kühlerlüfter ist außen. Nockenwelle haben wir jetzt. Ölfilter haben wir. Radlager, Riemenspanner haben wir. Servopumpe haben wir. Spulenabdeckung ist ganz oben. Starterbatterie kommt noch, Ventildecke B, Zündkerzen 4 Stück und 3 Zündspulen. Okay, also ich mache hier kein Gewese, weil es total nervig, wenn man die falschen erneuert oder nicht erneuert. Da sind die ganz penibel in der KI. Ich setze da sicherheitshalber neue rein. Also die 6 Dollar da, die kümmern mich nicht, weil ich verdiene genug an den 15% Material, Bonus und das sowieso, hier gibt sowieso hier ein paar tausend. Also da mache ich kein Gewese und bei den Zündspulen war das ziemlich klar, welche in Ordnung sind und welche ersetzt werden müssen. Okay, ansonsten die anderen Sachen waren nur die Flüssigkeiten und das ist alles dann zum Schluss die Karosserie. Gut, das heißt, da ich das jetzt am Motor nicht geixt habe, kann ich das über meine Inventarliste finden und hier mit der rechten Maustaste xen für meine Bestellliste. Die Nockenwelle, die Servopumpe, der Keilriemen, der Kühlerlüfter, der Riemenspanner, 4 Zündkerzen. Die Zündspule dreimal, Ventildecke, Spulenabdeckung, Ansaugkrümmer, der war auch nicht reparabel. Und die Drosselklappe. Ich glaube, da haben wir alles. Das sind schon alte Sachen hier. Ja, weil ich war nämlich gerade auf dem Schrottplatz und habe wieder Teile gekauft und repariert. Alles reparierte Teile, schöne Teile. So, okay, jetzt müssen wir aber mal schauen, ob wir was repariert kriegen. Anlasser 67, Kardan 73, 74, bloß nicht was. Nee, wir haben nichts, was wir reparieren können von dem Auto, von dem Ripson Starline war das doch, glaube ich, ne? Na gut, das haben sie schon so gemein gemacht, dass man hier nichts reparieren kann. Nachher bei der Karosserie, denke ich aber, da können wir reparieren, müssen wir nur auf die 71% achten. So, gut, okay, dann werden wir mal den Krempel kaufen. Ach, fangen wir mal schnell mit der Elektronik an. Ach, ich habe hier noch alten Kram drin. Das war jetzt doof. Wo waren die Zündkerzen? Ich glaube, ich habe genug, aber das, man kann davon gar nicht genug haben. Ich hole davon nochmal schnell 5 Stück. Und wo war jetzt hier die Zündspule? Einzelfunken dreimal.
Hole ich auch mal gleich 6 Stück. Ich glaube, sonst war an Elektrik nichts weiter, ne? Nee. So. Ja, das hier ein bisschen doof für dich. Egal. Drosselklappe. 15% sind dann nur 102. Also das ist dann schon gut, wenn man. Ich mache die mal auch gleich weg, dass ich hier nicht den doppelt kaufe. Ansaugkrümmer. Der ist schön teuer. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 320 oder 272 bezahle. Es gilt bloß zuerst die beiden Reihen, wie ich das ja immer wieder in meinen vorangegangenen Videos sage. Die zweite von links, die Fertigkeitenreihe, eben damit ihr hier reparieren könnt. In der sechsten Stufe dann auch die Karosserieteile. Sechste und höchste Stufe. Und dann die zweite von hinten, das sind die 15 und 15% und dann vor allen Dingen auch auf dem Schrottplatz überall die Einschätzung, die Werteinschätzung ist da auch mit bei im Stammkundenregister nennt sich das bei den Fertigkeiten. Das andere ist die Restauratorleiste. Und dann seht ihr, was der Wagen, wie der geschätzt ist und könnt damit immer schon satten Gewinn machen, wenn ihr den mal 1.000, 2.000 günstiger ankaufen könnt, ohne einen Finger krumm zu machen. So, das noch nebenbei, wieder auch für Starter und Beginner. Das war der Ansaugkrümmer. Dann kommt, Mann, ich muss mal hier was wegmachen. Die Feder brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Gummilagerbuchse, klein und groß, die brauchen wir garantiert. Die Querlenker mal weg. Spurstangen, Köpfe müsste ich alles haben. Radlager. Ah, Kurbelwellen, Pleuenlagerdeckel brauchen wir jetzt nicht. Kurbelwellenlagerdeckel, Stoßdämpfer nicht. Müsste ich eigentlich alle noch. Umlenkrolle A, Kühler A brauchen wir. Hier den Sitz weg, Lenkrad weg. Sitz weg, Lenkrad, alles weg. Motorblock weg. Jetzt haben wir schon mal hier ein bisschen mehr Übersicht. So, Spulenabdeckung kaufen. Zündspule hatten wir, Zündkerze hatten wir, Ventildeckel kaufen. Oh, die sind alle ziemlich teuer, die Sachen. Das tut natürlich, wenn ihr die Kampagnen sehr früh beginnt, wie ich das ja auch in meinem zweiten Spielstand gemacht habe, der ja für Beginner und Einsteiger gedacht war. Dann tut das weh. Mir tut das hier nicht weh bei 500.000 Kassenstand. Kühler, Lüfter war. Doch, der gehört auch noch zu dem Auftrag. Keilriemen war im Eimer, genau. Servopumpe war R4A. Ist egal, kann ich immer gebrauchen. Und die Nockenwelle. Mit 200 haben wir dann 170. Und der Ölfilter ist ein bisschen verwirrend, weil der für den 6-Zylinder-Reihenmotor der R4A verwendet wird. Das hat mich früher alles völlig verwirrt. Mittlerweile kenne ich das natürlich alles. So, Sicherungskasten. Bremskraft, das sind alles alte Dinge, aber wir lassen mal die Gummilagerbuchsen, groß und klein, die könnten wir noch brauchen, vielleicht auch noch eine Umlenkrolle. Falls die im Eimer ist, die lassen wir mal noch in der Liste. So, weiter in die Tiefe brauchen wir nicht, also können wir den ganzen Kram wieder aufbauen. Ich habe das jetzt mal eingestellt mit dem Hin- und Hergehüpfe. Aber ich glaube, so richtig. Ah doch, er hüpft nicht mehr. Sehr schön. Ach, 1.200%. Egal, kriegen sie geschenkt von mir. Wir können doch hier 71, 71.
Doch, ist genau alles 71. Dürfte kein Ärger geben. Hoffe ich jedenfalls. Sonst können wir den ganzen Mist wieder auseinanderbauen. Ja, mit einer Folge sehe ich schon, ist das nicht zu schaffen, ist zu viel Arbeit. Müssen wir noch die ganzen Karosserieteile auswechseln. So, hier mache ich kein Gewese, hier kommen nur 100% rein. Die sind so günstig, die Zündkerzen. Da gucke ich nicht lange, ob ich da noch was anderes verwenden kann. So, und was haben wir denn jetzt hier noch? 75er, 78er, 73er. Nur jede Menge noch. Ich hoffe, dass sie das anerkennen. Ansonsten, da kommen wir ja gut ran da oben. Also drei Stück wollen sie gewechselt haben. Ist jetzt die Frage, wo die waren. Ich nehme mal noch die mit dem höheren Wert. Irgendwo waren die hier in der Mitte. Jetzt mache ich mal hier paar Hunderter, 300er rein in die Mitte. Also die sind da ganz penibel, ja. Und jetzt mache ich mal da außen noch eine 75er. Zur Not müssen wir das nachher nochmal umwechseln, wenn die grünen Pfeile nicht erscheinen. So. Aber da müsst ihr drauf achten, das ist ganz seltsam. Die Nockenwellenräder wieder rein. Die haben 75%. Der Zahnriemen 67%, hier können wir alles, auch das war nicht gefragt, 75%. Das war neu. Eine Umlenkrolle war nicht gefragt, können wir die mit 73% nehmen. Steuergehäuse, Deckel auch 75%. Also da müsst ihr aufpassen. Das sind so Stolperfallen für Anfänger. 70 war auch nicht gefragt. Kommt man aber auch gut von außen im Auto noch ran, falls was schief läuft. 71 ist grenzwertig. Das war kaputt. Der Riemenspanner war kaputt. Und der Kühlerlüfter war kaputt. Ach, da hatte ich sogar noch einen. Egal, den brauche ich immer für meine Motoren. So. Ja, hier kommt, obwohl es ein Sechszylinder-Reihenmotor ist, kommt hier ein R4A rein. Das sind immer so kleine Stolpersteine. So, ich denke mal, wir lassen das offen und machen hier. Warum will der noch nicht zu? Da habe ich irgendwas, da habe ich eine Kappe vergessen. Boah, nehmen wir die 71er ganz frech. Weil da war, glaube ich, nichts gefragt. An Erneuerung. Ah, hier ist 68, egal, wir machen die mal trotzdem rein, interessiert mich. Und lassen mal die Deckel noch weg. Die können wir hier im Auto reinsetzen, oben. Falls wir doch noch mal hier ran müssen. Falls die in dem Auftrag irgendwas nicht anerkannt wird. Ja, sieht gut aus. Den nehmen wir erstmal runter, damit wir die Kontrolle im Auto haben. Was ist jetzt gekennzeichnet und was nicht? Viele Fragezeichen ist klar, weil wir diese Teile wie Kolbenringe nicht untersucht haben. Deswegen wird der ganze Motor mit Fragezeichen hier gekennzeichnet, weil da waren wir ja nicht dran an diesen Teilen und deswegen werden die hier noch nicht in der Diagnose erkannt. Soll uns aber nicht kümmern. So, der Motor ist drin und jetzt können wir nämlich nachschauen. Mein Gott, sind schon wieder 34,5 Minuten rum. Ist unglaublich. Und dabei haben wir jetzt gerade erstmal, obwohl das natürlich fast die Hauptarbeit ist neben den Sachen. Ja, seht ihr, und jetzt könnt ihr erst gucken. Keilriemen,
Drosselklappe, klar, kommt jetzt zum Schluss ran. Der Ansaugkrümmer kommt noch ran. Jetzt wollen wir nur mal gucken, Zündspule, ob er das da hinten akzeptiert hat. Servopumpe. Ja, alle Zündkerzen und alle Zündspulen können wir so lassen. Wunderbar. Dann können wir oben alles drauf machen. Hat er alles anerkannt? Haben wir alles richtig gemacht? Ölfilter, Nockenwelle, Kühlerlüfter ist drin, Riemenspanner, Servopumpe ist drin. Wunderbar. So, dann können wir den Rest am Motor fertig machen. Das schaffen wir noch hier in den ersten. Ja, also da braucht man zwei Folgen, weil ich mache keine Überlegen, guckt sowieso keiner. Durchschnitt ist hier irgendwas zwischen 6 und 8 Minuten bei mir, bei den meisten YouTubern. Leute gucken sich nicht die ganzen Videos an. So, das war der völlig im Eimer war. Der Ansaugkrümmer. Jetzt kommt die Drosselklappe noch dran, die kaputt war. Und ich glaube, am Motor habe ich jetzt nichts vergessen. Das ist, glaube ich, alles. Ach, da kommt ja noch der Kraftstoffverteiler rein mit 73%. Bloß jetzt nicht hier den eigenen nehmen. Getriebe kommen nur von unten ran und Flammenrohr auch. Dann müssen wir den wieder hochfahren. Okay. So, das heißt, wir kontrollieren nochmal, ob alles Ansaugkrümmer, Drossel, Motor, Öl, Riemenspanner, Servopumpe. Es fehlen also nur die beiden Radlager an der Aufhängung, die zwei Antriebswellen an der Hinterachse. Ja, Starterbatterie, einfache Nummer. Das können wir gleich noch machen. Haben wir das schon mal geschafft? Was gibt's denn schon? Naja, nur Material bisher. Gut. Da müssten wir mal jetzt hier alle Flüssigkeiten rausnehmen. Die müssen wir eh wechseln. Weil ich glaube, war nicht auch was am Kühler? Wenn ihr die Servo im Auto rausnehmen müsst, weil ihr keinen Motorständer habt und ihr habt die Servoflüssigkeit, das Servoöl nicht rausgezogen, wie ich es jetzt tue, könnt ihr 50 Euro Strafe bezahlen für die Dreck am Boden. Das passiert hier mit allen Flüssigkeiten. Am teuersten ist das Öl. Öl haben wir raus. Alle Flüssigkeiten sind raus. Dann können wir die Batterie neu laden. Das ist das Schöne, wenn man ein Ladegerät hat. Dann braucht man nämlich auch eine 1% Batterie. Kann man laden. Das ist die frohe Botschaft hier im Game. Und ihr braucht nicht für 170 Dollar eine neue Batterie kaufen. Das ist das Schicksal der Beginner, die all diese Geräte noch nicht haben. So, ja, zum Schluss kommt die ganze Karosserie dran. Das ist ja fast alles, was man an dem Wagen wechseln muss. Wie schon gesagt, potthässlich, aber wir werden einen Teufel tun. Das geht zu unseren Lasten, die Karosserie zu schweißen. Der bekommt so ein rostiges Auto dann mit nagelneuen Türen ausgeliefert. Traurige Sache eigentlich, aber viele machen das dann am Anfang. Selbst hier der Nick frei zockt, hat das gemacht, ja. Obwohl er schon im höheren Level war, weil er sich nicht sicher war. Und hat dann gestaunt, als er dann in die Auftragsliste geguckt hat, dass er das nicht bezahlt bekommt. Ja, es kann also auch erfahrenen Zockern hier im Game passieren. Also
Wenn das hier nicht verlangt wird, dann macht es auch nicht. So, altes Öl wechseln, zum Schluss kommt alles neu rein. Das haben wir alles rausgenommen. Zum Schluss füllen wir alles wieder auf. Und jetzt bleiben eigentlich nur noch die Karosserieteile. So, ja, die Antriebswelle, da müssen wir die Reifen abmachen. Radlager markiere ich mal mit Sternchen, weil die Antriebswelle ist klar auf der Hinterachse. Und Starterbatterie kommt gleich wieder rein. Das machen wir mal sofort, bevor wir das vergessen. Sowas vergisst man immer ganz gerne. So, fertig ist das Ding. Ist natürlich ein bisschen albern, unrealistisch, aber egal. Jetzt hat die schon wieder 100%. Und ihr seht, alles grün, Batterie erledigt, ohne Kosten. Bekommt ihr aber bezahlt. Also schauen wir uns, bocken wir das Teil mal auf und suchen mal noch mal, ob es vorne oder hinten die Radlager sind. Ja, Motorständer können wir wegschicken. Den brauchen wir nicht mehr. Können wir wieder in die Ecke stellen. Ja, hier steht für mein, wie schon gesagt, EK Spezial. Alles schon bereit. Und auch hier seht ihr schon, hier steht der Auto Tutto. Wunderbar original lackiert. Und hier steht der Atom 330. Da steht der Kleinwagen, der Elenti Izzi, glaube ich, heißt der. Und den Atom Renton habe ich zweimal noch im Lager. Das sind alles die EKs, die hier schon bereitstehen für das große EK Spezial. Was jetzt kommt, weil ich habe jetzt alle Sachen zusammen, die ich so brauche für das Spezial. Und jetzt schauen wir mal. Das scheint alles hinten zu sein, das Radlager. Ja. Hier wird es uns angezeigt. Also da, wo wir sowieso ran müssen, das bedeutet, wir brauchen nur hinten die beiden Sportreifen runterzunehmen. Das erfrischt mich immer, weil eben gleich die kaputte Antriebswelle raus und gleich das Radlager. Na, komm schon. Radlager raus. Mal sehen. Radlager müsste ich hier eh haben. Und ob ich auch eine Antriebswelle habe. Ne, die müssen wir xen. Und werden wir gleich zweimal bestellen. Wo bist du? Mein Gott, habe ich da nicht richtig raufgedrückt eben? Was war denn das? Seltsam. So, zweimal. Das geht ja, die sind ja preiswert. So. Ich glaube, wir können, ja, wir können alles wieder raufmachen. Die Hinterachsenseite ist schon fertig und dann gehen wir mal zur anderen Seite. Nee, ich will da vorne ran und nehme mal hier die Antriebswelle raus und das Radlager und gleich wieder rein. So, bevor ich den Reifen raufziehe, nochmal kontrollieren. Grün, grün, grün. Die blauen Markierungen mache ich gleich weg, die nerven. Alles grün. Die Kampagne, Hauptkampagne ist schon mal abgeschlossen. Gibt es auch schon den ersten Arbeitslohn. Jämmerliche 461 für diese Arbeit. Aber Sattmaterial 2129. Interessant wird die Abschlussprämie und vor allen Dingen jetzt, was wir dann noch für
fürs Reparieren und Tauschen der Karosserieteile bekommen. Naja, und dann hier der Kleinkram, das sind ja irgendwie so 120 zusammen für die Flüssigkeiten wechseln und erneuern. Ja, jetzt ist eine Dreiviertelstunde rum, ich denke, das reicht. Ja, will auch nicht so ein langes Upload haben. Und wie schon gesagt, es gucken ja die meisten sowieso nicht in voller Länge zu. Schade eigentlich, aber ist das Schicksal nun mal hier bei den YouTubern und auch meins. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen noch den Reifen rauf und haben nur noch die Karosserie, die wir machen müssen. Und dann zum Schluss die Flüssigkeiten wechseln. Bedeutet, wir können... Ah nee, ich muss ja noch das Getriebe wieder ranmachen, wenn ich schon den Motor rausnehme. Das sind immer so ein paar Kleinigkeiten und natürlich hier das Flammrohr wieder ran, bevor wir den Wagen runterlassen und den Anlasser rein. Das sind, ah Moment, nochmal zurück. Da nehmen wir natürlich den Eulenanlasser, der da drin war. Der hat nur 67%, aber wir haben ja da nichts repariert, also soll es uns nicht kümmern. Kardanwelle hat 73%. Na, jetzt sind die ganzen Reifen alles im Weg. Na komm schon. So, Flammrohr ist wieder drin, Anlasser ist alles wieder drin, dann können wir den Wagen wieder ablassen. Ich denke, wir müssen unten nicht mehr ran. Ich lasse ihn mal noch an einer Stufe stehen, falls wir doch nochmal hochfahren müssen. Jo, und somit müssten wir hier alles grün haben, genau. Antriebswelle, Radlager, alles gemacht. Jetzt bleibt also nur noch dann die Karosserie übrig. Ja, okay, damit sag ich tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wenn Beginner zuschauen, es hat euch ein bisschen was gebracht zum Thema Kampagnenaufträge, die euch unglaublich viel XP einbringen und Erfahrung und ja, wird auch gut bezahlt, wenn die Aufträge hier so umfangreich werden. Da kommen wir schnell $10.000 zusammen. Und dann kommt noch euer 15%iger Verdienst obendrauf, wenn ihr die Material-Ersparnis-Skills alle habt. 15% und 15%. Das könnt ihr euch auch noch in die Tasche stecken, denn es wird hier immer der volle Wert bezahlt. Das kommt noch oben drauf. Ja. Und wenn ihr Lust habt, schaut das nächste Mal rein. Auf jeden Fall hochinteressant. Bietet auch kaum einer an. EK Spezial. Wo wir wirklich mal erklären, wie funktionieren eigentlich E-Motoren. Wie bei den Autos. Hatte ich selber überhaupt keine Ahnung. Musste ich mich erstmal selber schlau machen. Und wir bauen die Motoren auseinander, ein Motor zusammen, einen neuen oder zwei vielleicht, und machen die EKs soweit klar. Und bei der Gelegenheit erkläre ich alles rund ums EK und wie, aus welchen Teilen die Motoren bestehen und. Die erfreuliche Botschaft ist ja, dass ein E-Motor viel weniger. Ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen. Das war ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 10, sagen die Fachleute. Also irgendwie 180 oder 200 Teile Auto-E-Motor und 2200 Teile normaler Verbrennungsmotor. Also Wahnsinn. Hochinteressantes Thema. Das wird jetzt kommen. Habe alles soweit vorbereitet. Ja, und hier geht es, denke ich, mit einer Folge Kampagne noch weiter. Ja, tschüss dann. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Ihr schaut wieder rein.
Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch mal ganz toll. Ich habe gerade mal 16 und bin ja nur immer noch ein junger Kanal mit einem halben Jahr, halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Jo, sagt euer Schrauber Tom Skilly und tschüss, bis zum nächsten Mal.